Hallöchen Leute, jetzt nochmal C128, weil ich hier noch was vorhabe. Ich habe aber mal was ausgetestet. Der hat ja einen RGB-Ausgang hier hinten. Kann ich euch jetzt schlecht zeigen. Ihr seht schon hier ein Kabel mit Klemme, das nach da unten weggeht. Und zwar habe ich hier was versucht mit dem RGB-Ausgang, den er da hinten hat. Und ich habe ja hier mein Amiga 520 TV-Modulator, der ja hier den Eingang hat und den ich ja umgebaut habe auf S-Video. Das ist ja auch ein RGB zu, ja, entweder HF oder Komposit im Original, die habe ich auch noch liegen und den habe ich umgebaut auf S-Video. Habe versucht, den dann ran zu adaptieren, ging nicht. Passt nicht ganz, da fehlen mir jetzt glaube ich zwei Signale oder sowas. Passt nicht ganz. So, trotzdem habe ich noch was rausgekriegt. Da ist ein Komposit-Video-Ausgang drauf und den habe ich hier abgegriffen. Den habe ich da hinten auf diesen Dings drauf. Das ist hier wieder der Pi, das müsstet ihr ja wissen. Achso, das geht nicht. Ich mache jetzt erstmal den C128 an. So, da sind wir bei dem. Das hier komme ich gleich zu. Da gehen wir jetzt hier auf die C128. Ich nehme mal Tetris, das wollte ja nicht starten. Jetzt bin ich da. Jetzt mache ich hier erst einmal das so, weil ich nur die Tastatur habe, die vom C64. 0. Bleibt das Bild stehen. Jetzt gehe ich auf das andere Bild und das ist das 80 Zeichen Display. Allerdings ist es schwarz-weiß. Wenn ich jetzt hier 0,8, das kriege ich leider nicht besser hin. Das so mache. Loading Tetris 80. Dann wird das Bild irgendwie grün oder was. Bei mir ist es jetzt hier so, so ein Graugrün. Da macht er jetzt aber Loading. Ich weiß nicht, welches Videodevice jetzt hier noch irgendwie. Er hat auch Ton. Im Moment läuft hier meine Waschmaschine noch. Aber ihr seht schon, hier ist Tetris 80. Lass mal die Größe, ich kann die auch verändern. Ich kann hier Tetris spielen über das 80 Zeichen Display, also das funktioniert. Und so weiter. Gut, jetzt mache ich mal ein Reset. Da ist der Bildschirm dunkel, da ist der Bildschirm. Jetzt gehe ich hier aber auf den mal weg, an der Yazzi, wie auch immer. Auf Deutsch Kniffel, ich habe schon gespielt. So, dann bin ich wieder da, ich mache nochmal ein Reset. Das dauert jetzt ein Weilchen wieder. Booting Yazzi, Kniffel also. Da passiert noch nichts. Das dauert jetzt ein Weilchen. So, jetzt habt ihr den Ton von dem Videodevice. Ja, das passt schon. Da kommt dieses Klack-Klack von dem Diskettenlaufwerk. Da komme ich mich auch noch nachher gleich zu. Muss ich erstmal was durchprobieren. Erstmal mache ich mein Käffchen. So. Das war ja, wo ich stehen geblieben bin. Wo ich es ja nie wollte, wo ich sagte, der will ja nicht. Er will doch. Press any Dings. How many players? Ein. Do you wish to play against me? Jo.
Name ist, ja, ist klar. Und jetzt kann ich hier kniffeln. How many willst du Dings? Was haben wir denn hier? 3, 4, 5, dann ist das 2. Nummer 1 und Nummer 2. Fünf, drei, drei, fünf. Ja, will noch mal einmal, nehme ich aber die Nummer 5. Das müsste dann ein Full House sein. Das ist die 9. Und jetzt würfelt der Computer. Und die Waschmaschine fängt an zu schleudern. Ja, er hat hier Ton, also 3, 4, 5, 6, das ist schon mal eine Straße. Mach mal die 1. Playboard Nummer, kleine Straße müsste A sein. Und so weiter. Gut. Also ich kann kniffen. Ich mache jetzt Reset. Jetzt bootet er wieder. Ja, das ist natürlich doof. Mach mal Reset. Ja, File not found, ja. Da mache ich noch mal ein Reset. Jetzt wird die Waschmaschine sehr laut, ist egal. Aber ich glaube, ihr könnt mich noch hören. So, was hatte ich noch gehabt? Block Drop zum Beispiel. Versuchen wir den mal. Mache ich noch mal ein Reset. Macht er nicht. Gehen wir wieder auf die 80 Zeichen. Sollte er jetzt laden. So. Während er lädt, machen wir mal die Tür zu. Während er lädt, will ich euch mal was zeigen. Und zwar kriege ich das jetzt hier noch so hin? Nee. Da. Diskettenlaufwerk. Jetzt macht die Kamera hier einen Abgang. So. Und zwar ein Diskettenlaufwerk. Und zwar, ich habe mir Disketten geholt, 10 Stück. Diskettenlaufwerk habe ich auch schon angeschlossen. Ich weiß ja nicht, ob das Ding richtig funktioniert. Die Disketten sollen DOS-formatiert sein. Ich werde mir mal das CPM nochmal raussuchen. Und versuchen damit das vielleicht zu justieren. Ich kann das eventuell auch mit einem Programm machen, was ich noch gefunden habe. Und ich habe auch noch ein Testprogramm gefunden für den C128 zusätzlich zu dem Laufwerk. Wenn das soweit ist, werde ich das dann zeigen. Da ist er schon soweit. Block Drop, keine Ahnung, was das ist. Just a moment, please. Aha. Sprich mit dem Diskettenlaufwerk, ob ich das vielleicht zum Laufen kriege. Written by bla, starting level 1 bis 5. 1. Also es ist auch noch ein Tetris. Aber er reagiert auf den Joystick recht schwerfällig. Egal, gut, soll es soweit sein. Das wäre da. Ich werde jetzt mal versuchen, auf das Diskettenlaufwerk zuzugreifen, und zwar auf das hier. Dazu muss ich mal einmal hier auf meinem Fernseher gucken. Load, 9. Macht er nicht. Aber es läuft schon mal.
Kann man es hören? Kann man hören. Gut, das hat er gemacht, aber kann ich ihn jetzt hier einmal so, ist egal, LOAD, Sternchen, Komma 9, das ist jetzt Laufwerk 9. Searching File Not Found. Gut, er erkennt, dass da keine Diskette ist. Ich meine, in der Diskette war ein im Box, das ist eine Diskettenbox, war eine bei, die sah nicht mehr so toll aus. Muss ich jetzt noch mal kurz luschen. Die hatte so komische, hier kann man sie reinigen. Die. Nehme mal die. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich versuche es mal an die Kamera zu halten. Da kann man das sehen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Die sieht nicht mehr so taufrisch aus. Jetzt ist natürlich das Ding Tastatur. Jetzt muss ich erstmal hier den Hebel wieder freikriegen, dazu brauche ich jetzt mal eine Zange. So, pack mal die Diskette rein. Komma 9. 9. Er versucht es, File Not Found, ja, weil er nicht auf Trick 0 ist. Ich glaube, der hat da noch ein Problem. Geht die Shift-Taste nicht. Oh. Ja. So geht die Shift-Taste nicht. Achso, weil das Kabel wieder hier ein bisschen. Ich muss die Tastatur hier oben hinlegen. Ich hoffe, das geht jetzt. Nein, es geht nicht. Irgendwie hat das Ding hier einen kompletten Kabelwackler. Ja, Press Play und Tape, das war klar. Nee, 0,9. File not found, ist klar, gut, okay. Warum geht der Track 0 Sensor nicht? Kabel habe ich aber dran, das müsste das sein, nee, das ist noch anders. Das geht auf den, das geht dahin, gut. Weiß nicht, wie soll ich das Ding festschrauben? Eigentlich so, wie es da mal drinne war, ne? Ich kann nämlich noch was erkennen. Und zwar ungefähr so war das. So, wenn ich noch mal. Die Shift-Taste will gerade nicht. Jetzt will der Sternchen, wollte wieder nicht, Komma 9. Ja, not found. Nein, Komma 9.
Not found. Ich weiß nicht, ob das Laufwerk läuft. Also ich probiere das gleich mal hier aus mit sag schnell passende Software, die habe ich für den auf, als Image und wird mich dann wieder melden. Also sehen wir uns nachher gleich wieder. So, hallo Leute. So, jetzt habe ich jetzt mal ein bisschen was rumexperimentiert. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Erst einmal habe ich hier den Test für das Laufwerk, das 1571 und den C128. Jetzt versuche ich mal den C128, den 80-Kolumnen-Test, das ist Nummer 6. Da müsste ich, glaube ich, umschalten. Ach nee, macht er da. Das dauert jetzt ein Weilchen. Ich werde das mal beschleunigen. So, er müsste gleich durch sein. Hoffe ich doch. So. Braucht relativ lange. Pass. Das hat er alles gemacht. Kann ich jetzt hier? Nee, kann ich natürlich nicht. Muss ich einmal resetten. Bootet er den Factory Testings da? Das habe ich gefunden aus, nicht aus Versehen, sagen wir mal so. Ich hatte noch einige Lesezeichen und da bin ich noch auf eine Seite gestoßen, wo ich das noch downloaden konnte. So, Device Run Test Device Number 8 ist falsch. Press 1. Du Device Number 9, Preset System Typ 1571 und dann Return. Das Bild ist relativ hell, das sehe ich auf dem Monitor auch recht hell. Ich habe schon gesehen, es gibt ein Chroma Luma Hack beziehungsweise ein RF-Modulator Ersatz. Muss ich mal gucken, ob ich da die Teile habe und dann baue ich mir das Ding auch mal. So, C64 Mode Test. Den mache ich dann auch mal. Aber ihr wollt ja gleich zum Laufwerk kommen, ne? Aber ich mache erstmal den Test. Es lädt noch vom Pi. Aber ich kriege hier auf dieser Maschine auch nicht Maniac Mansion zum Laufen. Was auf meinem C64, sofern er kalt ist, funktioniert. Und jetzt habe ich den Ton nicht richtig gehört. Weil er hat ja noch einen ZIP-Test damit zwischen. Und jetzt muss ich jetzt mal hier mein Fernsehen ein bisschen lauter machen. Dann macht der RAM-Test. Da ist irgendwo was. Ja, keine Ahnung. Kann ich wieder nicht abbrechen. Diese RAM-Erweiterung, der da noch hatte, den anderen Test. Der funktioniert nicht, weil ich keine RAM-Erweiterung habe. Das ist dann aber auch nur
die eine RAM-Erweiterung, die es da mal wohl gab, die aber wohl sehr, 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 sehr selten ist. So, dann nochmal. Nummer 1 ist das. Enter. Jetzt ist der Fernseher wieder zu laut, dann mache ich den mal wieder ein bisschen leiser. So, und beim Laufwerk kann ich schon mal sagen, also er hat nicht alle Tests bestanden. So, Nummer 1 ist das Systemtest vom Laufwerk. Loading. Da steht jetzt RAM Expander Test, den kann er natürlich nicht. Jetzt muss ich erstmal das alles laden. Ich habe schon eine beschreibbare Diskette drinne. Aber wahrscheinlich will er gleich eine nicht beschreibbare. Ja, Systemtest, komm. Logic-Diagnostik, Alignment, Repair. Da sagt er mir, wo ich da wo Oszilloskop und das anschließen kann. Das bringt mir jetzt aber alles nichts. Zur Hauptsache, das Laufwerk läuft erstmal und ich kann vom Pi Software auf die Disketten kopieren. Zero-Stop-Sensor. Insert-Write Protected Diskette. Dann muss ich die erstmal einmal rausnehmen. Und das Loch zukleben. So, und Space Start. Error on Track 1, 0 Track Error. Das geht nicht. Write Protection Sensor kann ich mal probieren. Write Protect Diskette, Tab Closed, Start Testing. Passt. Return to Menü. Read-Write Head Bump Test Nummer 3. Write Protected. Ja. Space. Track 1 Error. Check Diskette and Alignment ist klar. Return to Menü ist klar. Read-Write Test kann ich machen. 4 habe ich schon gemacht. Ist jetzt eine formatierte Diskette. Ich werde das mal mit formatiert machen. Ich kann es auch noch mal mit unformatiert machen, dann seht ihr das auch noch mal. Ich mache es aber mal mit formatiert, das habe ich noch nicht gemacht. Formatet F. Die Test besteht ja alle. Reading Data. Normalerweise sollte es schneller gehen, aber der kann auch recht schnell. Es läuft oben Countdown zum nächsten Test. Auch alle bestanden. Nur Track Zero kann er nicht. Fast Write geht auch. GCR, das ist das C64-Format. MFM ist das CPM oder DOS. Auch.
Und dass er Seite 1 und Seite 2 kann, zeigt er euch jetzt nämlich auch nochmal. Steht nämlich an der Seite Side minus 0, also Side 0. Und jetzt das Ganze nochmal mit Side 1. Auch alles okay. Das geht auch. Kompatibilität kann ich jetzt nicht testen, weil das Laufwerk 8 ist ja der Pi. Das geht nicht, also skip. Remove the blank, bla bla bla. Ja, ist okay. Return. So. Load Diagnostic Menü. Load from Device 8. Muss er das erstmal wieder nachladen. Also er kann lesen und schreiben auf beiden Seiten. Das funktioniert. Und jetzt mache ich mal das Alignment Repair 5. Also das funktioniert. Er kann, also die Köppe kann er steuern hin und her und hast du nicht gesehen, das funktioniert. Er kann mit den Köppen schreiben und lesen, die sind auch in Ordnung. Das Laufwerk an sich funktioniert auch. Allerdings Track Zero. Da habe ich schon probiert, hier das hin und her zu schieben. Irgendwie habe ich nicht hingekriegt. Systemtest? Nee, Alignment ist also noch im Laden, ne? Mal gucken. Ja, er lädt noch. Es dauert noch. Muss ich jetzt die Zeit überbrücken. Also das interne Laufwerk habe ich jetzt auf Nummer 9, weil ich da den Jumper aufgemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das Gehäuse kaputt machen soll. Lieber nicht, ne? Irgendwo mal einen Schalter an der Seite bauen, ist auch blöd. Dass ich das umschalten kann. Drive Alignment, Zero Stop Test Nummer 2. Check Zero Stop, Adjust Zero Stop, Alps und Newton, ja. Radial Alignment, nochmal Radial. Display Scope Setting, Assembly and Setup Aligned Alps Neutronics. Das ist ein, was war das für eins? Warte, nee, mach mal, Neutronic. The head has been stepped to track 1. When the head is stopped to track 17, the blue if the tolerance is blue 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 stepper motor scrubler space step to track 17. Da müsste ich jetzt das Scope drauf ranhängen. Align. The upper head will be aligned on track 13. Ja, ist egal. Mit plus minus kann ich die. Kann ich hier den Kopf hin und her bewegen. Also ich drücke plus und minus. Return to Menü. Mach mal Zero Stop Test. Was hatten wir denn? Side Select Logic, Drive Alignment. Was hatten wir jetzt? Zero Stop, ne, Drive 1. Scope Settings, Alps Neutronic, nein. Drive Zero, nein, da waren wir gerade. Stepper Motor. The Stepper Motor is tested by the Stepper Motor, bla, press 0 to step. Head Track 1 bis 35. Das macht er. Stepper Motor Logic ist Nummer 4.
The Stepper Motor Control Logic is checked by stepping the right one. Return to Menü, press plus minus. Macht er halbe Steps? Scheint so. So, Return to Menü, also das geht auch. Databus Freicheck Nummer 5. Remove, remove, remove. Input Hex, Input Example Hex FF on Zeit 0. Machen wir mal F, F, 0. Press M minus minus Return to Main Menü. Aber jetzt ach so, M minus minus Return to Main Menü. 9. Aha. Okay, das ist so. M minus minus Return to Menü. Databus 3, Motor Logic 6. Turn Motor on, Turn Motor off. Motor on. Motor off. Motor on. Ich mach mal, dann hört man das, glaube ich, ein bisschen besser. Oder man sieht es vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, man hört und sieht es. So, das haben wir auch. Return to Main Menü. Head Select Format 7. Fire on only one head may indicate fire on the PCB or an open rewind head. Format lower? Nee, weiß ich nicht. Mach Return. Side Select Logic ist auch klar. So, kann ich mal reingucken. Ja, ist klar. Also, ich könnte jetzt versuchen, mit einem Kopierprogramm mal Disketten zu kopieren. Oder ich versuche mal CPM, müsste ich eigentlich auf dem Raspi haben. Habe ich noch Raspi auf dem... Habe ich CPM? Ich glaube, ich hatte hier CPM drauf. Block Commodore Test and Dill. Nein. Da, CPM. Versuchen wir das mal. Mach mal ein Reset. Booting. Booting CPM, da hat er nichts. Er bootet noch. Da unten kann man zum Beispiel sehen, wo er jetzt gerade ist. Auf der Diskette. Ich glaube, Track 2 und die Daten. Ich lasse das mal durchstarten, ich melde mich dann gleich wieder. So, da müsste jetzt da sein. B-Doppelpunkt. B. B. Doppelpunkt missing. Jetzt ist er bei B. Dann kann man das Format
Format Fragezeichen, oder? Format B. Ne. Mann. Format B. Nee. Ich gehe mit diesen Tastaturen hier. Ich google mal schnell. Ich glaube, ich brauche eine andere Systemdiskette. Oder? Oder was macht? Macht er jetzt was? Da macht er was. Moment. Format. Irgendwas tut er. Drive A is things. Please enter select disk type of format. Single sided. Select different type. Wie komme ich da runter? Board. Do you want to format another disk? Moment, da muss ich mal das Bild wegmachen. No. Wenn ich jetzt Format B Doppelpunkt eingebe. Könnte das vielleicht klappen? Bevor ich hier aufgebe und ein Systemdiskette noch irgendwie oder Utility-Diskette noch irgendwie in den Pi reinhau. Vielleicht klappt das ja. Aber ich habe ja keine Cursor-Tasten so richtig. Wie kann ich das? Single Side. No. Insert it into be format in drive A type any. Nee, das will ich nicht. Another key to abort. No. Wie komme ich da runter? Ich habe keine Cursor-Tasten. Fu Manchu. Ich melde mich gleich nochmal. Ich guck nochmal was. Beziehungsweise könnte Geos laden. Das könnte klappen. Ja, so. Geh du mal weg. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das sieht hier auf dem Aufnahmebildschirm relativ doll aus. Disk Error. Drive B Track 00. Okay. Option. Page. Disk. Open, Close, Rename, Copy, Dings, Format. In Drive B Enter Name for Test. Enter. On the flip side of the yes. Anscheinend tut er es. Ja, ich weiß, das Laufwerk ist nicht kalibriert. Ich habe keine Originaldisketten von der Zeit damals. Die habe ich nicht. Ich finde sie leider nicht. Wenn ich sie dann irgendwann mal habe, werde ich das Laufwerk da drauf
justieren. Die Disketten, die ich jetzt hier mache, sind einfach nur, damit ich überhaupt mal mit dem Laufwerk selbst arbeiten kann. Zum Beispiel versuchen, das ZMAC Cranken zum Laufen zu kriegen. Um dann das zu spielen hier drauf. Darum geht es im Moment. Ich habe ja noch was gesagt, ich will ja noch mal ein 3,5 Zoll Laufwerk hier einbauen. Könnt ihr sehen, ja. Da komme ich aber später zu. Erstmal möchte ich das Laufwerk zum Laufen bekommen, in Anführungsstrichen. Mit dem Justieren, wie auch immer, das mache ich dann natürlich erst, wenn ich die Originaldisketten habe. So, das hat er jetzt gemacht. Wo haben wir jetzt ein... Ich suche mal schnell ein Diskettenkopierprogramm raus. Das müsste doch theoretisch... habe ich da irgendwas? Habe ich ein Diskettenkopier-Tool? Nee, habe ich nicht. Gut, ich melde mich dann gleich mal wieder. Ich versuche da mal was. Zeige ich jetzt nicht. Ich nehme Diskettenkopiertool, versuche mal eine Diskette hier vom Pi irgendwie mal hier drauf zu kopieren. Zum Beispiel die Diskette, die Geos. Zum Beispiel. Und versuche mal dann von der Diskette zu starten. Vielleicht klappt das, vielleicht auch nicht. Also melde ich mich gleich wieder. So, nun bin ich wieder da. Ich habe das mit Geos kopiert. Ich habe Geos auf die Diskette kopiert. Ich mache jetzt mal ein Reset. Ich lade mal das Geos vom Pi. Und starte das jetzt mal hier. Ja, das hat natürlich, war zu schnell. Startet das jetzt von hier, pass mal auf. OAD, Dings, 0,8. So, wenn ich jetzt gleich ran drücke, lasse ich einen Timer mitlaufen, wie lange das dauert zum Laden. So, ich blende mal ein, wie lange das gedauert hat, das zu laden. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe das ja keine Zeit hier am Laufen für mich selber, jetzt wo ich das Video mache. Dauerte recht lange. So, jetzt mache ich mal eine Sache. Ich nehme die Diskette da raus. Ich mache hier ein Dings. Und jetzt mache ich das Ganze mal mit dem Laufwerk 0,9. Und jetzt drücke ich ran und jetzt lasse ich die Zeit wieder mitlaufen. Das geht deutlich schneller. Vorbei, aus, Ende, ist schon gestartet. Das ging jetzt gefühlt 10-mal schneller. Ich blende natürlich wieder die Zeit ein, wie lange das jetzt gedauert hat. Das ist hier alles jetzt auf Komposit-Video. Ich könnte auch S-Video machen, aber das sieht noch schlimmer aus, weil Luma viel zu hell ist. Das übersteuert dermaßen. Ich muss mir hier echt mal was zusammenbauen. Ich weiß ja noch nicht, ob die Kiste wirklich funktioniert. Ich werde jetzt mal die ZMAC Cranken auf die Disketten kopieren. Das dauert eine ganze Weile.
Ich habe ja drei, vier, ich habe ja noch 9 Disketten. Ich versuche das mal. Und dann gucke ich mal, ob es läuft. Ob es jetzt wirklich am Pi liegt. Man meinte, Zeig mal Krecken vom Pi-Laden funktioniert nicht nur von Diskette. Ich bin aber der Meinung, das funktioniert auch vom Pi aus. Es kann aber natürlich sein, dass das emulierte Laufwerk einige Sachen, wie das Originale kann, nicht kann. Das weiß ich nicht. Ob das ein Kopierschutz ist oder was, probiere ich gleich aus. Also würde ich mich gleich wieder melden, wenn ich soweit fertig bin und das versuche zu starten. Also sehen wir uns nachher gleich wieder. Nein, ich mache jetzt hier Schluss, denn der Teil ist ziemlich lang geworden. Ich splitte das in zwei Teile. Also sehen wir uns im nächsten Teil wieder, weil der nächste Teil auch noch mal recht lang wird und das würde hier das Video zeitlich echt extrem springen. Also vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Teil hier drüber. Vielen Dank, tschüssi.